Der erste Arbeitstag wird Karambadjabi leicht gemacht. Wie alle Neulinge im Parlament bekommt der Sozialdemokrat erst einmal das Rundum-Sorglos-Paket. Eine Dauerkarte für die Nutzung der Bahn, Ausweise, wichtige Telefonnummern. Sind Sie ein bisschen aufgeregt auch? Ja, für die erste Fraktionssitzung natürlich bin ich aufgeregt, aber ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Dann weisen ihn die Fernsehjournalisten ein. Darin, was sie so Kurioses von Politikern verlangen. Langsames Vorbeigehen an einer Kamera zum Beispiel. Vielen Dank. Ich bin ja lange politisch tätig und irgendwann kam dann die Frage, Entscheidungstreffen und mitzumischen in bestimmte Entscheidungsgremien und im Deutschen Bundestag ist das beste Gremium dafür. Seinen Wahlkreis hat Karambadjabi im ostdeutschen Halle. Monatelang zog er durch die kleinen Schrebergärten der Stadt, um für sich zu werben. Bessere Bildungschancen für junge Menschen, einen Mindestlohn für alle, das sind seine Themen. Im Wahlkampf hatte er auch prominente Unterstützung von Kanzlerkandidat Steinbrück. Der erste Afrodeutsche, der in den Bundestag einziehen kann, daran war sogar die internationale Presse interessiert. Jetzt im Bundestag muss er sich wie alle Neulinge ganz hinten einreihen. Den Machtpoker um eine Regierungsbeteiligung seiner SPD-Fraktion, den erlebt Karambadjabi wohl nur aus der letzten Reihe.